Er meinte, ja, ich gehe auf den thailändischen Markt und hol dir was Leckeres zum Essen. Und er meinte, wenn ich eine Sache ausspucke, ich muss mir dann von Hangover ein Tattoo hier stechen lassen und natürlich kein echtes, das ist so ein provisorisches, also das ist nur für vorübergehend, das geht in zwei Tagen wieder weg oder so. Zwei Tagen wieder weg oder so. Zwei Tagen wieder weg oder so. Ich bin jetzt gerade hier unterwegs in so einem Fahrradtaxi oder Motorradtaxi mit einer coolen Musik im Hintergrund. Auf jeden Fall lasse ich mir jetzt das Tattoo stechen. Ihr habt so lange gewartet, 10 Stunden oder so. Ja, ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Alter, das wird echt schlimm, ey. Tattoo. Weil stellt euch mal vor, das Ding werde ich mir jetzt stechen lassen und das geht nie wieder mehr weg. Es geht nicht weg. Weil so eine Story habe ich auch schon gehört. Leute haben sich was in Ausland stechen lassen und das ging nie wieder mehr weg. Das müssen die weglasern. Das heißt, ein bisschen Panik habe ich schon, aber ich gehe das Risiko ein. Bei YouTube. So, ich lasse mir jetzt das Tattoo stechen. Hier vorne. Alles mit Desinfektion und so läuft. Hallo, man. Hangover Tattoo, yeah? How long? Oh, 20 minutes. Jetzt geht es los. Tattoo stechen ist angesagt. Er sucht gerade das Bild raus. Ich bin gespannt, Digga. Dieses Tattoo kriege ich jetzt. Eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock, ne? Aber Wettschulden sind Ehrenschulden, ne? Weißt du, wie eklig diese Spinne war, so, wo ich die auf der Zunge hatte? Yeah. Oh mein Gott! But I can wash, das ist not really tattoo, yeah? Yeah? I can wash and he gone. How many day? You want? Yeah. Not too much day. Yeah. Okay? Yeah. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Ja? Meinst du, der hat nicht verstanden? Bruder, sieht nicht so heiß aus. Das ist not really tattoo. Yeah. Hardcore aus, hardcore. Oh mein Gott. Digga, ich hab echt so ein Gefühl, das geht nicht in einen Tag weg, Mann. Er meint in einen Tag, das geht niemals in einen Tag weg, Mann. Niemals. Meinst du? Niemals. Auch wenn ich schrubbe und so, das geht nicht weg. It's finished? Yeah. 40 minutes, don't touch. God. Alter. 40 minutes? Soll ich auf der anderen Seite eine Träne machen? Man. Can you make... Jetzt kommt der Rest auf my life. You're letting the water down. So. Oh mein Gott, ich habe sogar eine Träne gemacht, Mann. Ich bin verrückt. Rapper, yeah. I'm Lil Wayne, but I have no money. Alter, mein neues Tattoo. Hello. Mike Tyson. What? Mike Tyson, how are you? I'm fine. Where are you from? Do you want to fight with me? USA. His name is Mike Tyson, man. Yeah, I have not original. This is plastic. I'm afraid you eat me this. Mike Tyson, eat this. No, come on, do you fight with me? No, I don't want to fight. Okay, go away. Where are you from? I'm from Mike Tyson. So Leute, ich habe ein ganz kleines Problem. Also ich kam gerade aus der Dusche und das Tattoo geht nicht weg. Das sind schon 24 Stunden um und das scheiß Tattoo geht nicht weg. Es geht nicht weg. Ich habe vorhin versucht, echt alles, ich habe rumgeschrubbt, etc. Alles versucht, aber es geht einfach nicht weg. Ich versuche heute nochmal ein bisschen rumzuschrubben, hier mit meiner Zahnbürste oder so. Aber ansonsten, das muss weggehen, weil stell dich mal vor, das Ding bleibt noch irgendwie so 10 Tage haften oder einen Monat oder so, keine Ahnung. Ey Leute, ich habe ein Problem. Das Tattoo ist jetzt schon 4 Tage vergangen oder so und das geht noch immer nicht weg. Das sollte eigentlich schon längst weggehen. Ich habe so krass dran rumgeschrubbt, das geht einfach nicht weg. Scheiße, ich bin am Arsch, ey. Weil das Ding ist, morgen bin ich in Hamburg
und musste auch wegen der Premiere, wegen Kartoffelsalat. Wir gucken uns halt zusammen den Film an. Irgendwas war da auf jeden Fall wegen Kartoffelsalat. Die Presse ist da und so. Und deswegen wird es ein bisschen komisch aussehen, wenn ich damit komme. Und wenn die Fans mich damit sehen. Leute, hi. Das war die Bestrafung, ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ne? Jetzt kommen wieder viel mehr Videos. Ich bin halt viel unterwegs, immer hier. Ich genieße gerade leicht das Leben. Mach ein bisschen Urlaub hier und da. Aber trotzdem, vergesse nicht, wo ich herkomme. Und mach trotzdem weiter mit YouTube und all dem Shit und all dem Stuff. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr gesehen habt, dass ich extrem Eier bewiesen habe. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich will nicht großartig schnacken. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.